Hallo zusammen, ich bin's Daniel und heute wollen wir uns dem Thema widmen, wie wir einen USB-Stick am Mac formatieren. USB-Flash-Laufwerke sind extrem praktische Geräte. Wir nutzen sie alltäglich, um Dateien, Fotos, Videos an Kollegen, Freunde, Bekannte, Verwandte weiterzugeben. Aber manchmal, da machen die kleinen Geräte Probleme und dann kann es sein, dass wir die formatieren müssen. Es gibt drei Gründe, weshalb man das zum Beispiel machen kann, drei sehr beliebte Gründe, weshalb man formatieren sollte. Punkt 1 ist, als Mac-User kennen Sie es vielleicht, die meisten dieser Geräte kommen vorformatiert vom Hersteller für Windows-PCs. Das bedeutet, in dem Augenblick, wo wir mit dem Mac darauf schreiben wollen, geht das nicht. Das heißt, wir müssen dieses Gerät zunächst einmal formatieren, sodass wir mit dem Mac auch darauf schreiben können. Denn es ist ein Dateisystem vorformatiert, was wir mit dem Mac eben nicht beschreiben können, sondern nur lesen können. Da kommen wir aber später nochmal zu. Die Möglichkeit 2, warum wir so ein Gerät formatieren können oder würden, ist, dass wir einfach keinen Speicherplatz mehr da drauf haben. Und bevor wir jetzt jede Datei einzeln löschen, ist es manchmal einfacher, den kompletten Stick zu formatieren, alles runterzulöschen auf einmal und dann quasi einen jungfräulichen leeren Stick zu haben. Die dritte Möglichkeit ist, dass wir Opfer eines Angriffs geworden sind und unser USB-Stick mit irgendwelchen Dateien verseucht ist oder auch nur mutmaßlich verseucht ist, die aufgrund eines Virenangriffs oder eines Trojanerangriffs da drauf gekommen sind. Auch in diesem Falle macht es Sinn, den kompletten Stick zu formatieren, dann kann man sich sicher sein, dass keine Schadsoftware mehr darauf enthalten ist. Ja, bevor wir nun anfangen, dieses Teil zu formatieren, müssen wir erstmal verstehen, welche Dateisysteme es gibt, mit denen wir dieses Gerät später formatieren wollen. Und welche Vor- und Nachteile die einzelnen bieten. Lassen Sie uns die mal anschauen. Wir stolpern immer wieder über vier Dateisysteme, die eigentlich allgegenwärtig sind. Zuerst hätten wir da HFS Plus, das ist das Apple-interne Dateisystem, was Apple nutzt, hat allerdings einen Nachteil. Die Daten, die wir darauf speichern, können mit einem Windows-PC nicht gelesen werden. Wenn Sie also nur auf dem Mac arbeiten, nutzen Sie gerne HFS Plus. Die zweite Möglichkeit aus der Windows-Welt wäre NTFS. Das ist das Windows-Standard-Dateisystem. Allerdings haben Sie da das Problem, dass Sie auf einem Mac-Rechner die Dateien zwar lesen können, allerdings nicht schreiben können. Ja, und das ist ein kleines Problem selbstverständlich. Deshalb gehen viele Leute dazu über, das sogenannte FAT32-Dateisystem zu verwenden. Das ist ein relativ altes Dateisystem, aber sehr weit verbreitet. Es ist beschreibbar sowohl auf Microsoft-Rechnern als auch auf Apple-Rechnern. Es ist auch lesbar auf beiden, also Kompatibilität ist gegeben. Die einzige Einschränkung ist, dass die einzelnen Dateien maximal 4 GB groß sein dürfen. Für größere Dateien sollte man das sogenannte EXFAT-System benutzen. Es ist auch wieder auf allen Geräten, egal ob Windows oder Mac, lesbar und schreibbar, unterstützt aber auch Dateien von mehr als 4 GB Größe. Nachdem wir jetzt also die wichtigsten Dateisysteme einmal verstanden haben, würde ich jetzt das Ganze einmal zeigen, wie wir auf dem Mac so einen USB-Stick formatieren können. Ich entscheide mich hier für FAT32, weil ich keine Dateien ablegen möchte, die größer als 4 GB sind und ich sicherstellen möchte, dass die Dateien sowohl auf Windows als auch auf Apple-Rechnern gelesen und geschrieben werden können. Zunächst schließen Sie das USB-Flash-Laufwerk an Ihren Computer an. Gehen Sie unter den Dienstprogrammen in das Festplattendienstprogramm. Wählen Sie dann Ihr USB-Flash-Laufwerk in der linken Seitenleiste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen. Sie werden nun gebeten, einen Namen für das Flash-Laufwerk anzugeben. Benennen Sie das USB-Flash-Laufwerk um, wählen Sie das gewünschte Format und das Dateisystem und klicken Sie dann auf Löschen. Nun wird der Formatierungsprozess gestartet und sobald der abgeschlossen ist, erhalten Sie ein leeres neues USB-Flash-Laufwerk zur Verwendung auf dem Mac. Sie sehen also, es ist recht einfach, so ein USB-Laufwerk zu formatieren auf dem Mac. Übrigens, sollte Ihnen mal ein kleiner Fauxpas unterlaufen sein und Sie haben Daten verloren durch das Formatieren oder durch versehentliches Löschen, dann gibt es auch da noch eine Chance, diese Dateien wiederherzustellen. Recovery zum Beispiel ist eine zuverlässige Datenwiederherstellungssoftware, die Ihnen dabei helfen kann, Daten von USB-Speichersticks oder SD-Karten auch dann wiederherzustellen, wenn Sie die bereits gelöscht haben oder den Datenträger formatiert haben. Lassen Sie uns das auch einfach mal angucken. Starten Sie Recovery, nachdem Sie den formatierten USB-Stick angeschlossen haben und klicken Sie auf Start, um das Laufwerk zu scannen. Es wird nun ein Rundum-Scan auf Ihrem USB-Flash-Laufwerk gestartet. Sie können den Scan-Vorgang unterbrechen oder stoppen, wenn Sie Ihre Dateien schon in der Vorschau gesehen haben. Nach dem Scan werden dann alle Ihre verlorenen Daten angezeigt und Sie können
so die Daten finden und auswählen, die Sie wiederherstellen möchten. Dazu klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Wenn Sie also Daten vom USB-Flash-Laufwerk wiederherstellen müssen, denken Sie an Recoverit. Es hilft Ihnen zuverlässig, diese Daten zu retten und dennoch wiederherzustellen. Ja, das ist für heute auch schon alles. Ich hoffe, das Video hat Ihnen ein bisschen geholfen und ich würde mich freuen, wenn wir Sie im nächsten Video wiedersehen. Und ja, bis dahin abonnieren Sie doch gerne unseren Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Ciao!